Am zweiten Wettkampftag der Berliner Tischtennismeisterschaften ist der Nachwuchs dran. Der Seniorennachwuchs wohlgemerkt, die Spielerinnen und Spieler der über 40-Jährigen also. Am Vortag waren auch deutlich ältere Sportler am Start, denn Tischtennis kann bis ins hohe Alter gespielt werden, wie Seniorenwart Peter Wode weiß. Wir hatten gestern sogar Ü80er dabei, bei WMs starten sogar Ü90er. Und das sind Leute, die sich immer noch gut am Tisch bewegen können. Vielleicht nicht mehr ganz so dynamisch wie mit Ü40 oder zwischen 40 und 50. Aber da ist dann auch viel Taktik und Erfahrung mit im Spiel, was beim Tischtennis einen ganz großen Stellenwert hat. Mit Taktik und Psychologie versucht es auch Thomas Brauner, der mit zarten 41 Lenzen ein echter Youngster bei den Senioren ist und zum ersten Mal seit langem wieder in einem Einzelwettbewerb startet. Ich versuche meistens schon sehr taktisch zu spielen und es kommt mir da ein bisschen entgegen. Es gibt bestimmte Gegner, gegen die ist es dann schwieriger mit meiner Taktik und es gibt andere, gegen die ist es einfacher. Viel ist Psychologie. Wenn man gegen einen spielt, der deutlich höher eingestuft ist, dann hat man nicht die Favoritenrolle. Man kann frei aufspielen und kann einfach mal sehen, was passiert. Das ist, fällt mir oft sehr viel einfacher, als wenn ich weiß, hier bin ich Favorit, hier muss ich gewinnen. In der K.O.-Runde kann sich Brauner dann gleich in der geliebten Underdog-Rolle versuchen. Der topgesetzte Vorjahressieger Stefan Köpp ist im Viertelfinale eindeutig Favorit und verliert. Die erste Überraschung des Turniers ist da. Ja, vielleicht etwas zu lange rumgesessen, da wurde noch ein bisschen kalt. Und dann hat der Gegner auch sehr gut gespielt. Ich war jetzt nicht so fit und nicht so spritzig und dann kann man auch schnell mal verlieren. Die Sätze gehen ja nur noch bis 11 und dann ist so ein Spiel relativ schnell vorbei. Währenddessen lässt ein weiterer Turnierfavorit auf seinem Weg ins Finale nichts anbrennen. Der norddeutsche Vizemeister Jan Herrmann siegt sich souverän von Runde zu Runde. Im Einzel erreicht der Routinier ebenso wie mit Doppelpartner Stefan Köpp und Mix-Doppelpartnerin Viola Burkhardt die Endspiele. Dass sich hier niemand eine Blöße geben möchte, hat einen guten Grund. Die Berliner Meisterschaften sind hier für alle sehr bedeutsam, weil es das Sprungbrett ist für die norddeutschen Meisterschaften, die im März in Hamburg stattfinden und alle versuchen sich zu qualifizieren. Von dort geht es dann für einige auch noch weiter zur deutschen Meisterschaft. Ganz bestimmt auch für Viola Burkhardt vom SC Eintracht, die das Triple aus Damendoppel, Mixdoppel und Einzelmeisterschaft perfekt macht. Ein Erfolg auf ganzer Linie, den auch Jan Herrmann noch schaffen kann. Im Doppelfinale hatten Hermann Köpp in einem 5-Satz-Krimi über das Duo Labitzke-Schmidt triumphiert. Jetzt wartet im Einzelfinale Thomas Brauner auf den 47-jährigen Vielspieler. Doch der muss dem langen Wettkampftag Tribut zollen, verliert 3:1 gegen den Mann aus Steglitz. Ja, ich muss einfach sagen, der Gegner war heute einfach zu stark. Ich durfte diese Woche schon mal gegen ihn ran und aber auch verloren, sodass man auch sagen muss, dass es einfach keine Überraschung mehr ist. Hat verdient gewonnen, hat mich permanent unter Druck gesetzt und das liebe ich auch gar nicht. Und somit war das 3:1 völlig verdient gewesen. War zwar alles umkämpft, jeder Satz, aber im Endeffekt verdient. Ein verdienter Sieger also, den vorher kaum einer auf dem Zettel hatte. Ich bin immer noch selbst überrascht. Also normalerweise, Stefan Köpp, Jan Herrmann sind deutlich stärkere Gegner. Dass ich zwei gleich am gleichen Tag besiege, ist ungewöhnlich. Dazu noch ein, zwei andere, wo man auch gut verlieren kann. Man hat es in der Vorrunde gesehen, da habe ich das erste Spiel direkt verloren. Aber ich bin dann ein bisschen reingekommen, dann hat es auch für mich selbst überraschend gut geklappt. Im März geht's dann zur Norddeutschen Meisterschaft nach Hamburg. Und Berlin hat jetzt neben Köpp und Herrmann mit Brauner ein weiteres Ass im Ärmel. Also Norddeutsche ist wieder ein völlig anderes Spiel. Also ich bin letzten zwei Jahre Vize-Norddeutscher Meister geworden, wollte eigentlich auch nochmal angreifen. Vielleicht geht es irgendwann nochmal, auch mal einen deutschen Meister zu machen. Und der Thomas, wenn der so spielt wie diese Woche, dann wird er bei der Norddeutschen aber eine ganz gute Rolle spielen. Ebenso wie sicherlich auch die Eintracht-Ladies Burkhardt und Bratvogel bei den Damen. Und wer will, kann übrigens auch ganz ohne Qualifikation zur Senioren-WM fahren. Im Juni in Las Vegas.